Hallo, herzlich willkommen bei Gesund und Fit in Alenia. Gestern waren die Kommentare drin. Wie sieht denn eure Wohnung aus? Ihr habt es ja mal von außen gesehen. Und jetzt haben wir mal drüber nachgedacht und haben gesagt, okay, machen wir mal ein kleines Video drüber, dass ihr mal seht, wie es bei uns innen drin aussieht. Und zwar geht's los, wie überall hier in der Wohnung, Stahltür. Dann hier der Eingangsbereich, dann geht es hier gleich rein in das erste Bad. Das ist jetzt eher so meins. Durchlauferhitzer, ganz wichtig, ein Bad mit Fenster ist immer ganz cool, A zum Lüften und auch sonst, wenn man so innenliegendes Bad hat, ja, es deprimiert irgendwann mal mit der Zeit, wenn kein Licht reinkommt. Wegen dem ganz wichtig, hier mit Licht. Dann drehen wir uns rüber, dann haben wir hier unseren Eingangsbereich. Diesen Schrank hier haben wir jetzt anfertigen lassen vom Schreiner. Sieht mega cool aus. Hat fast kein Geld gekostet, im Gegensatz zu Deutschland. Da wirst du ja arm, wenn du dir sowas holst. Hier und oben haben wir uns einen einbauen lassen. Summa summarum sind wir da bei knapp 1500 Euro gelegen. Wie gesagt, Bombenqualität, richtig groß, ein schönes Design. Dann geht es hier weiter über Richtung Küche, Kühlschrank, Waschmaschine, hier die Oberschränke. Unten dann der Herd, Backofen, wo es immer das leckere Brot dementsprechend gibt. Hier unser Wasserlager. Unsere blauen Flaschen mit unserem gefilterten Wasser sind da drin. Hier ein Borax und unsere Sohlelösung. Schön Marmorplatte. Hier unser Mixer, den wir aber komischerweise, seit wir hier sind, so gut wie gar nicht mehr in Betrieb haben. Ganz selten nur. Meistens essen wir die Früchte so. Ja, schmeckt mir momentan einfach gerade besser. Ist einfach so. Was will man machen? Wenn der Körper sagt, esse so, mach keinen großen Aufwand, dann macht man das einfach so. Hier, das kleine Schränkle haben wir uns auch nochmal dazu machen lassen. Da hinten raus, dann die Aussicht Richtung Berge. Mega cool. Hier, sensationell. Da das Feld da drüben, das haben sie jetzt vor kurzem abgeerntet, da war Mais drauf. Haben sie von Hand alles raus aus der Erde, haben es hingelegt zum Abtrocknen voll und tun es jetzt Stück für Stück zusammen, binden es zusammen und dann geht es auf den Transporter Richtung Heimat. Hier daneben dran die Bananenplantagen, da hinten verschiedene Bäume, Olive, Orange, Mandarine, Pfirsiche hat es da hinten. Granatäpfel ganz vorne auf der Ecke. Wie gesagt, links von dem Gebäude Oliven, weiter nach hinten wieder Bananen. Da dazwischen drin auch wieder Bananen. Das sind halt hier so die Favorites, Bananen, Oliven. Hier unsere kleine Hundestation. Dann hier der Esstisch, wenn es dann mal draußen etwas frischer wird. Momentan ist das hier unser Essplatz, draußen auf dem Balkon. Sitzt Mama, macht gerade ein bisschen Handarbeit. Die kleine Ratte hier, Mittagsschlaf, nach dem Spazierengehen. Unser kleines Wintergürtel, das man dementsprechend komplett schließen kann. Wunderbar, für wenig Geld. Hier die andere Seite, dann geht's rüber. Unsere Nachbarschaft, die tolle Moschee mit der coolen Aura. Hier zum sich erstmal reinigen, bevor man in die Moschee reingeht. Der Garten jetzt von dieser Seite. Da haben sie jetzt heute Morgen angefangen, wieder ein bisschen was umzugraben, vorzubereiten. Keine Ahnung, was jetzt reinkommt. Lassen wir uns mal überraschen.
Hier kommt jetzt gerade Bus Richtung Stadt. Und da unten dran ist jetzt quasi die Haltestelle, wenn man in die andere Richtung möchte. Richtung Machmutla rein. Hier unsere kleine Sofa-Ecke. Was hier halt wirklich cool ist. Mega hell, überall Fenster, Fenster, Fenster. Ist ganz wichtig. Für uns auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt nach hinten. Hier quasi das kleine Gästezimmer. Hier ein Schlafsofa zum Ausklappen. Tischle haben wir uns auch machen lassen. Das war auch in dem Preis inbegriffen. Die Ablage hier, das Regal, den Regalboden für den Fernseher, den wir so gut wie gar nicht nutzen. Der war jetzt, glaube ich, ein oder zweimal an. Hier so ein bisschen Computer, chillige Musik. Was haben wir heute, glaube ich, 432 Hertz. Dann gehen wir nach hinten auf den Balkon. Wie ihr seht, schöner Ausblick aufs Meer. Häuser, aber selbst wenn das hier jetzt noch irgendwann mal zugebaut werden sollte, was ich aber nicht denke, weil Moscheegarten eigentlich immer frei bleibt, aber man weiß ja nie, was kommt. Von dem her lassen wir es einfach mal so offen. Hier unten unser gemeinschaftlicher Parkplatz, da hinten ein kleiner Treffpunkt, von dem die Leute hier drin wohnen im Haus. Da hinten in der Ecke stehen unsere Avocados, die kommen hier noch in das Beet rein, neben den zwei Koniferen. Klimaanlagen, die so gut wie gar nicht hier in Gebrauch sind, weil durch das, dass es von vorne, von hinten her schön offen ist und der Seite, ist hier immer schöne Bewegung. Die Luft kann hier wunderbar zirkulieren. Diesen Balkon haben wir uns jetzt auch entschlossen, auch noch zuzumachen, wie den vorderen auch. So einen kleinen Wintergarten. Hier Aloe Vera. Das war ein kleines Geschenk vom Gärtner. Der sagt, da kommen wohl zweifarbige Blüten dann noch raus. Lassen wir uns mal überraschen, wenn das soweit ist. So, da mache ich dann meistens hier immer meine Videos. Kann man einfach schön ein bisschen die Türe zumachen, ist mir ungestört. So, hier noch mal ein kleiner Blick auf unser Wohnzimmer. Und jetzt gehen wir hier hoch, die Treppe, nach oben. Das sind dann eher die Schlafräume, da ist noch mal zusätzliches Bad. Das ist dann Mamas Bereich hier, das ist der andere Schrank, komplett bis nach oben. Mit Bücherregal, allem drum und dran. Wie gesagt, super Qualität, geiles Design und für sehr wenig Geld. Und alles halt perfekt eingepasst hier. Hier das obere Bad. In der Dusche, da kannst du Disco tanzen. Mega groß. Wie auch hier Fenster, ganz wichtig. Spültisch mit Schränkchen. So, jetzt geht's über. Das ist jetzt mein Schlafgemach. Hier Kleiderschränkchen. Kleine Kommode noch. Und wie man sieht, ein bisschen was Grünes. Auch hier wieder ein bisschen was Grünes. Wäschekommode, Schlafgemach und dann die mega geile Aussicht, wenn wir jetzt hier rausgehen, gehen wir wieder auf die kleine Terrasse hinten. Kann man doch nicht meckern, oder? Ist doch alles wunderbar. Wie gesagt, überall Gewächshäuser. Hier überall zack, 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 Banane, Banane, Banane.
Das ist die andere Richtung, auch überall Bananen. Ist halt hier so ein bisschen der Favorite. Was will man machen? Bauen halt das an, was hier am besten wächst, und das ist halt hier Banane. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen gebietsbedingt. So ein Stückchen weit rüber, da gibt es dann hauptsächlich nur Oliven. Aber dieses Teil, das ist halt schön auf, dass jeder ein bisschen was verdienen kann. Hier schöne Stuckarbeiten oben entlang. Ja, ist schon ganz cool. Und wie gesagt, halt hier auch seitlich Fenster, zusätzliche Lichtquelle. Und die Luft zirkuliert halt hier wunderbar schön durch. So ist jetzt der obere Bereich. Hier Lampe, future-mäßig, finde ich richtig cool. Wenn man die anschmeißt, hat schon was. Also die Leute lassen sich ja schon richtig was einfallen vom Designen her. Auch das hier. Und jetzt geht's weiter. Das ist jetzt Mutterschlafgemach. Kleine Kommode mit ihren selber gestickten Bildern, die müssen wir noch aufhängen. Wenn jetzt voll alles soweit steht, kommen noch ein paar Kleinigkeiten und dann wird man die alle Stück für Stück aufhängen. Ihr Kleiderschränkchen, kleine Chill-Ecke zum Lesen oder Handarbeiten machen, Bettchen, schöne Stuckarbeiten. Auch hier seitlich raus, sehr viel Licht. Und wenn man dann hier Fliegengitter auf, rausgeht, auf die große Terrasse dann hier oben. Alles sehr schön gefliest. Hier Jasmin, Zitrone, in der Ecke Orange. Hier eine schöne Zwergpalme, Hibiskus. Da kommen demnächst wieder die Blüten. Ist jetzt schade, dass jetzt nur eine kleine noch drin ist. Hier wieder Aloe Vera für den Fall der Fälle. Man sieht es ja, da ist schon teilweise ein bisschen was abgeschnitten worden, was man auch benötigt hat. Da hinten in der Ecke, da kommt noch ein kleines Schränkchen hin. Da man ja hier keinen Keller hat, haben wir uns entschlossen, hier einfach zack, eine Türe davor. Dann ist es zu. Ist ein bisschen Wind und Wasser geschützt, wenn dann die Regenzeit mal losgeht. Lassen wir uns mal überraschen, was da so alles kommt. Und dann halt von der Terrasse runter. Diese Aussicht ist halt schon mega geil hier alles. Wunderbar. Wie gesagt, da oben sieht man ja dann das höhere Gebäude. Da ist jetzt die Uni. Wenn wir hier rüber schwenken jetzt. Da oben in den Bergen entlang, die Straße, wie ihr seht, das sind dann die ganzen Villen. Das war eigentlich ursprünglich mal der Plan, eine kleine Villa zu kaufen, aber du brauchst dann halt immer ein Auto. Mutter hat keinen Führerschein. Wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und sie will dann irgendwo hin, wird es halt schwierig, weil da so gut wie keine Busse hochfahren. Aufgrund dessen haben wir gesagt, nee, wir kaufen hier unten was. Dann kann sie trotzdem überall fußläufig ihre Sachen machen. Und ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich sie mal längere Zeit alleine zu Hause lasse. Wenn was sein sollte, hat sie immer die Möglichkeit rauszugehen. Macht schon ein ruhiges Gewissen. Wie gesagt, hier Moschee, schöne Kuppel oben drauf. Hier die Lautsprecher für die Beschallung. Da hinten. Seht es ja entlang über dem Häusle. Da sieht man dann die Burg oben dran. Wenn es in der Nacht ein bisschen beleuchtet ist, hat man da schon einen schönen Blick drauf. Wenn wir uns hier ein bisschen rauslehnen, dann sieht man dann auch schön rüber. Alanya in der Nacht auch sehr schön beleuchtet. Auch die Straße hier sehr schön beleuchtet. Hier Einkaufsmöglichkeit direkt vor dem Haus. Daneben Plastikladen, da kriegst du alles Mögliche, was du brauchst. Für die Kücheneinrichtung, Eimer zum Spülen, zum Wischen, für was weiß ich, schieß mich tot, alles was in Plastik gibt, Besteck jeglicher Art, auch in Edelstahl. Wie gesagt, hier so
die etwas größeren Gebäudekomplexe hier. Das ist ein komplettes Areal. Das ist Mirage Bar. Es sind 5, 6, 7 Häuser, glaube ich, insgesamt. Man sieht da hier die 2 und dann hinten nochmal 4 oder 5 Stück. Der gemeinschaftliche Pool. Ist auf der anderen Seite hier drüben halt natürlich deutlich teurer, wie jetzt hier unsere Seite. Da geht's noch. Hier geht alles so ab 100 aufwärts dann dementsprechend los in der Größenordnung, so wie es wir jetzt haben. 3 plus 1. Hier wie gesagt überall Wasseranschluss, Steckdose hier draußen, schönes Lichtle. Ja, dann würde ich sagen, war das jetzt mal so unser kleiner Rundgang. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie wir hier so wohnen. Sieht da überall ein bisschen grün, gibt ein gutes Klima, Sauerstoffaustausch hier dementsprechend. Auch ganz wichtig durch die Pflanzen. Ich würde sagen, hier kann man es sich gut gehen lassen, kann man es aushalten. Und wie gesagt, jeden Tag schön Sonne, blauer Himmel, leckeres Essen, coole Leute, nett, hilfsbereit, zuvorkommend. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, unsere kleine Hütte, Daumen nach oben. Wie gesagt, Abo, ganz cool. Irgendwelche Anregungen dazu, gerne Kommentare. Aber wie gesagt, immer schön anständig bleiben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.